Redshire. Redshire ist noch ganz cool. Die war ja auch schon auf dem Sandbox-Server damals. Weil die Karte, das war auch so eine Karte, die ich erstmal nicht erkannt hatte damals, wo ich das erste Mal gesehen habe. Da dachte ich mir auch so, hoppala, was ist denn das? Ja, das weiß ich nicht, Schadi. Die ist es total geil. Der Zeppelin, der hier ist, ist super. Der Zeppelin, der da oben fliegt, ist schön. Also das ist wieder stimmungsmäßig richtig geil gemachte Karte. Also hier ist auch die Beleuchtung super schön. Ja, Fetti, gibt neue Musik auch, ja. Haben extra neue Themes auch eingebaut. Hallo Kaito, Servus. Das ist halt natürlich jetzt hier auf der Heavy-Linie ganz großer Unterschied, dass du dich natürlich hier so ein bisschen besser Arti selbst stellen kannst, weil die Arti natürlich dann in den Zeppelin reinschießt. Eine Absturzstelle. Du hast hier auch so ein paar mehr Möglichkeiten. Also du kannst jetzt hier außerhalb entlang fahren, hier im Innen kannst du hier hochfahren. Ja, du kriegst halt hier spielerisch auf der Heavy-Line definitiv größere Spielmöglichkeiten. Optisch als Arti-Fahrer finde ich es nicht gut. Ja, ich glaube, alle Arti-Hasser freuen sich. Das ist der normale Testserver, Otto. Den kann jeder spielen. Hier, das ist auch so was ganz Schönes, was mir so gut gefällt. Diese hier, diese Lippe, dann da das Wasser. Einfach geil. Das ist das, was mir so gut gefällt, dieses Feeling der weit, weit laufenden Karten. Besonders, wenn danach dahinter irgendwas Beeindruckendes ist, so Wasser oder eine schöne Klippe oder ein geiler Berg. Das finde ich immer wieder top. Auch hier, das ist schön gemacht. Dann hier, das einzelne Kloster ist oder dieser einzige Bereich. Dann, dass es hier oft visuell noch weitergeht. Genau, wer einen Zeppelin in Abschluss bekommt, 10k Gold. Sieht's aus. Hier, das ist alles ein bisschen freier geworden. Also hier kann man jetzt nicht mehr so gut campen und verstecken. Da jetzt dann schon wieder, aber der Bereich da oben ist schwieriger, auch hier unten alles. Ganz schön finde ich auch den Bereich hier nochmal. Einfach so richtig so atschmorastig gut ausschaut. Neumi, Servus! War gewollt? Please put Minimap. Nein, ich will keine Minimap. Neumi, ich will es ganz bewusst ohne, weil Minimap schaut gleich aus wie immer. Minimap ist nichts und kein Unterschied. Robelocker, Servus, grüß dich. An den Minimaps erkennst du kaum Unterschiede, muss man sagen. Einfach so ein bisschen. Hier, das ist oben recht gleich, aber auch hier, glaube ich, wird es schwieriger, sich zu verstecken im Vergleich zu früher. Also du kannst schon noch ein bisschen scouten, aber
In der Tat kann es hier durchaus mal ein bisschen fuchsig und schwieriger werden. Also, aber natürlich Highlight ist hier definitiv dieses Areal. Sonst hier kannst du es ein bisschen schwieriger bespielen, sag ich mal. Aber das Highlight bleibt der Zeppelin. Hätte auf jeden Fall, hat sich Wargaming vom Grafischen her damit übertroffen. Also ich hätte es, auch wo es hieß, es kommen HD-Karten, hätte ich mir das niemals so gut vorgestellt, wie es jetzt am Ende des Tages wird. Gut. Dann schau mal, was die nächste Karte bringt.